Hallo und willkommen zurück zu Ultima 6. Wir sind auf dem Weg zu Servant's Hold. Aber bevor wir dahin gehen, sehe ich da hinten, dass wir noch was übersehen haben. Da liegt auch noch Asche rum, die ganz in der Nähe ist. Ich habe keine Ahnung, warum habe ich denn die... Ah, ich verstehe. Das war wegen dem Nebel. Irgendwie war der Nebel bei dem Schiff weg, nachdem man auf dem Schiff war. Und, ja gut. Dann nehmen wir das ganze Zeug auch mit. Okay, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Aber da ist auch nochmal was. Und da meine Kollegen alle diese mutierten Hasen angreifen, diese Killerhasen, das ein wenig XP gibt und auch ein bisschen Fleisch, hätte ich mal vorgeschlagen, erledigen wir die auch noch alle. So. Weil die machen, sind keine so große Gefahr. Geben, wie gesagt, ein ganz kleines bisschen XP und ein bisschen was zu essen. Das passt. Außerdem sind sie dann weg und unsere Kollegen hier greifen sie nicht ständig noch an. So, da haben wir noch einen Teil. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Der hier hat sich gelohnt. Ich glaube, hier auf diese Insel zurückzukommen, ab und zu mal jedenfalls, lohnt sich. Wobei, haben wir nachher nicht irgendwann genug Geld, um das ganze Zeug auch so kaufen zu können? Ja, wie dem auch sei, wir gehen jetzt auf unser Schiff und dann geht's Richtung Serpent's Hold. So, kurz mal speichern, dass mir da nichts schief geht. Und ich glaube, wir müssen einfach nur nach Westen fahren. Die Seeschlange, die lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Und fahren einfach mal nach Westen. Ich hoffe, ich irre mich jetzt auch nicht, dass wir da jetzt irgendwas, weiß ich, wohin kommen, aber nee, werden wir sehen. Ah, das sieht doch hier ganz gut aus, oder? Können wir hier irgendwo anlegen. Und da ist auch schon das erste... Ah ja, hier. Da ist auch schon ein Haus. Ich denke, wir müssen richtig sein. Aber wir können ja gerade mal auf der Karte nachschauen. Yep, hier ist immer. Das hier müsste Serpent's Hold sein. Gut. Dann gehen wir gleich mal zu dem Haus hin, wo wir gerade gesehen haben. Weil das, glaube ich, nicht Serpent's Hold ist. Ich glaube, das ist einfach nur ein Haus in der Gegend. Leute, seid ihr auch hinter mir? Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist eine Taverne, oder? Ja, das sieht echt... Das sieht nach einer ziemlichen Taverne aus. Da laufen auch schon eine Bürgerin. Okay, das war es auch, wie es aussieht. Gut, dann mal nichts wie rein mit uns. Und dann schauen wir doch mal, wie wir da so alles finden. Segalion zum Beispiel, den kennen wir ja aus dem fünften Teil schon, oder? Okay. Den können wir sogar mitnehmen anscheinend. Okay. Ja, okay, so viel zu Segalion. Wen haben wir sonst noch da? Da haben wir noch jemanden. Wer bist du? Du bist Amada, alles klar, sehr schön. Miss Mandy. Ah ja, sie verkauft das Zeug hier. Reiseproviant. Pilze. Ich glaube, da haben wir im Moment keine mehr da.
Ja, okay. Ja, das hatten wir alles schon, okay. Dann schauen wir mal, was es so zu verkaufen hat. Reiseproviant 70. Ich glaube, da hole ich mir... wir haben noch genug Essen. Ich hole mir trotzdem... Ja, doch, ich hole mir trotzdem noch eine. Das schadet jetzt jedenfalls nicht. So. Gut. Da haben wir noch einen Unbekannten. Dann wollen wir mal mit demjenigen reden. Wer bist du dann? Ja, sind wir. Okay, wir sind der Avatar. Der Avatar? Baron der Haag. Okay, das wäre eine Gilde. Ja, klar. Wer ist denn der Avatar? Nicht mit, hast du nicht zugehört? Hm. Karanda. Alles klar. Mit dem müssen wir auch noch reden, denke ich mal. Aber wahrscheinlich müssen wir uns trotzdem, obwohl wir was ich alles schon vollbracht haben, uns nochmal beweisen. Naja, schauen wir mal. Als Söldner verdienen, dass ich, okay. Eine Armee. Das ist keine gute Idee, weil Sinfral ist eigentlich echt in Ordnung. Kann man das denn irgendwie ausreden? Ich glaube es aber wahrscheinlich nicht. So übel war diese Kreatur nicht. Ja, okay. Was haben wir denn hier jetzt reingekommen? Wegbeschreibung? Okay, das brauchen wir nicht wirklich. Sinfral haben wir eh schon gefunden. Baron de Hock hat versammelt eine Armee um sich, um Sinfral zu töten. Er sagt, er befehlige eine ganze Schardina, vermutlich Kreaturen der Wüste. Ich frage mich, wie diese Quest zu beenden ist. Wahrscheinlich müssen wir mal mit Sinfral reden. Oder wir schaffen es irgendwie, dass der Angriff abgeblasen wird, aber wüsste im Moment nicht wie. Gut. Dann lasst uns mal mit dieser Person hier reden. Ja, bestens. Dankeschön. Wer bist du? Das ist Caradon. Okay, Caradon. Freut dich kennenzulernen. Von Trinzig. Ein Paladin, wie es aussieht. Die Gargoyles am Schrein haben wir schon besiegt. Da hat wirklich viel, viel zu erzählen. Okay, warum fehlen die plötzlich Dings? Okay, Vergeltung. Okay, dann sollte man diesen Zauber nicht anwenden, wenn das wirklich so wäre, dass es ein Neugeborenes seine Seele kostet. Ja, okay, vielleicht kriegen wir ja dann ein bisschen was raus damit. Sollten wir mal im Lyceum reden mit den Leuten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein bisschen Aberglaube ist mit den ganzen Seele eines Neugeborenen und so weiter. Aber wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Ja, wir haben sogar eine Quest dafür aufgekriegt. Caradon sagte, der Zauberspruch könne jene wieder ins Leben zurückholen, deren Körper verbrannt worden. Dies führt aber bei jeder Anwendung dazu, dass ein Kind ohne Seele zur Welt kommen wird. Naja, bin ich ja mal gespannt. Wallfahrerin, Bürgerin, Wallfahrer, den Hammer, Hammer, Hammer. Noch ein Burger. Da haben wir noch jemanden, mit dem wir reden können. Hallo? Hallo? Da will ich mich mit sich reden lassen. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt geht's doch. Stulle? Ja, ganz ausgezeichnet. So, du bist Shubin. Alles klar.
Und lass mich raten, du bist der Koch. Ja, dachte ich mir schon. Wie ein Abenteurer. Okay. Das ist wahr. Das ist wohl wahr. Nee, das habe ich noch nie gehört. Lass mich raten, die Zutat sollen wir besorgen. Ein Drachenei. Naja gut, sagen wir mal, wenn wir über den Weg laufen, dann kann er es haben. Im Verlies der Furcht, okay. Jetzt haben wir zumindest mal einen Grund, ins Verlies der Furcht zu gehen. Nee, wir haben noch kein Drachenei. Ja, alles klar. Lass mich raten, eine neue Quest. Ja, natürlich das Drachenei. Schubin benötigt ein Drachenei, um seine Pastete machen zu können. Das Verlies der Furcht, nordwestlich von Trinzig, ist der Ort, an dem man Dracheneier finden kann. Gut zu wissen. So. Oh, das da können wir mitnehmen. Ach, das ist das, was er uns gegeben hat. Ah, sehr schön, sehr schön. Das kommt dann alles mal mit. Das können wir sehr gut gebrauchen. So, haben wir sonst noch irgendjemanden da? Ah, da ist noch ein Unbekannter. Dann reden wir auch mal mit dem hier. So, wer bist du denn? Ja, Avatar? Ja. Okay. Alles klar. Ah, wer bist du überhaupt? Sabirius. Alles klar. Und dein Dings? Er studiert und erforscht die Tugenden. Ja, nicht schlecht. Also eine große Stadt, die allen Tugenden gewidmet ist. Wer genau? Agana von Moonglow? Okay. Vielleicht sollten wir mal mit dem reden. Irgendwas ist ja gerade aufgegangen, eine neue Quest. Da müssen wir wahrscheinlich mit Agana reden. Und Sullivan von Yellen. Okay, da sollten wir auch mal mit dem reden. Alles klar. Ja, okay, das war das hier. Sehr schön. Sabirius hat eine Vision einer Stadt, die allen Tugenden gemeinsam gewidmet ist. Er sagte, er hätte bereits mit Agana Kontakt aufgenommen wegen der alterleuchteten Seher des Mondsteins von Moonglow. Er sagte, er hätte mit Sullivan in Yolam über den neu gegründeten Orden der Ritter des Krux Ansata gesprochen. Okay, bin ich ja mal gespannt, ob da noch irgendwie was rauskriegt. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich mal mit den zwei reden. Okay, haben wir sonst noch irgendjemanden hier? Da ist niemand, das ist Dings. Bürger und da hinten sitzt noch jemand. Gut, dann lasst uns nochmal mit dieser Person reden. Dann haben wir hier auch mit allen geredet. Aus der Taverne. So, wer bist du denn? Morchella. Alles klar. Hallo Morchella. Und dein Beruf ist... Eine Piratin. Okay. Ja, okay, mit der kann man nicht wirklich reden. Wahrscheinlich eine Piratin, aber die will nichts darüber sagen. Na gut. Wie dem auch sei. Ich glaube, das hier ist auch das... Ah ja, da können wir langlaufen. Wer haben wir da? Ach, das ist der Baron. Das dürfte... Ich will mit dem Avatar vorausrennen. Servants Hold jetzt auch sein. Das sind wahrscheinlich alles nur ein paar Häuser. Das können wir nachher noch anschauen. Aber wir gehen erstmal in Servants Hold rein. Da drüben
sind auch nochmal Häuser. Okay. Ja, die schauen wir uns alle noch an. Aber lass uns erstmal ein bisschen hier reinschauen. So, was haben wir denn hier? Also hier ist auf jeden Fall die Flamme des Mutters. Eine Wallfahrerin. Und sonst ist jetzt gerade niemand da. Haben wir da was drin? Ja, Treppen. Wir bleiben aber erstmal im Erdgeschoss, hätte ich gesagt. Und hier drüben, wie sieht es da aus? Das sind auch Treppen, wie es aussieht. Wir bleiben trotzdem erstmal hier. Dann haben wir da einen Raum. Ist hier jemand drin? Nein, da ist niemand drin. Was ist mit dem anderen Raum hier? Da haben wir jemanden. Können wir auch mit der reden? Nee, das ist nur der Dienstmarkt. Nun gut. So. Dienstmarkt, unbekannt und unbekannt. Okay, dann hätte ich gesagt, red mal mit den Zweien mal. So, erstmal mit dem hier vorderen, mit dem vorderen. So, wer bist du? Der Avatar. Du bist Coranada. Ja, mit dir wollten wir ja auch noch reden wegen dem Dings. So, Rune. Aha, okay, Mantra. Alles klar. Ja, das kennen wir ja alles schon. Connor, kennen wir den? Ja, Connor, mit dem haben wir doch schon geredet, glaube ich. Ich glaube, ich mich zu erinnern und anscheinend ist gerade noch ein Eintrag aufgegangen. Ja, okay. Beruf? Ah, der Greyhaven. Ja, okay, diesen Leuchtturm gibt's also gar nicht mehr. Okay, Orden? Der Prinzip des Mutes, ja klar. Ja, mit denen haben wir schon gesprochen. So, Mitglied werden? Ja, schalten wir mal bei, wenn das geht. Ein Schild anzufertigen? Ein Silberschlangenschild. Okay. Müssen wir mal schauen, ob wir sowas bekommen. Gerig, der Schmied, wird euch helfen. Okay, dann müssen wir mit Gerig reden. 100 Jahre. Okay. Ja, okay, dann sollten wir mal mit dem reden. So, aber schauen wir erstmal kurz hier rein. Was haben wir denn jetzt hier alles? So, ein seltsames Glühen um Connors Haus. Coronda ersetzte Connor als Gildenmeister des Ordens der Silberschlange. Vielleicht können wir jetzt mit Connor nochmal drüber reden wegen diesem Glühen. Das heißt, wir sollten mal wieder nach New Magensica gehen. Außerdem haben wir ja der Orden der Silberschlange. Ich wurde eingeladen, den Orden der Silberschlange investiert zu werden. Ich brauche einen magischen Silberschlangenschild, um den Orden beitreten zu dürfen. Gerig kann mir helfen, einen magischen Silberschlangenschild zu fertigen. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, aber das machen wir erst alles in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!